Im letzten Video über Gotham Knights haben wir über das Medienecho geredet, was Metacritic sagt, was viele Spielemagazine, was andere Leute darüber reden und insgesamt in welchem Licht Gotham Knights momentan steht. Es ist kein besonders gutes, es hagelt viel Kritik, es gibt aber auch Leute, die das Spiel genießen und feiern. Heute möchte ich euch nach über 10 Stunden meinen ersten Eindruck hier im Video mitbringen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir steigen auch direkt ein, nämlich mit dem ersten Abschnitt, wo ich auf die Kritiken eingehe, die am Spiel jetzt momentan hauptsächlich geäußert werden. Da hätten wir natürlich als erstes die Kritik an der Grafik und ehrlich gesagt kann ich die nach meinem Spielen jetzt am PC zumindest überhaupt nicht nachvollziehen. Es sieht gut aus und läuft flüssig, obwohl ich auch kein High-End-System habe. Zudem lassen sich am PC Einstellungen vornehmen, um bei schnellen Bewegungen durch die Stadt manche Mikroruckler abzuschalten. Haltet auch die Augen offen, ich werde euch noch ein Video bringen mit meinen Einstellungen, die ich gemacht habe, mit welchem ich eigentlich konstant 70 FPS auf meinem Nicht-High-End-System habe mit Gotham Knights. Guckt also gerne unten in die Videobeschreibung in die Playlist rein zu Gotham Knights. Zu dem ganzen Thema muss ich allerdings auch sagen, dass ich keine besonderen Erwartungen an die Grafik von Gotham Knights hatte. Die Atmosphäre steht bei mir an erster Stelle und genau das bringt mir Gotham Knights auch rüber. Ich bin nie davon ausgegangen, dass das Spiel grafisch neue Maßstäbe setzt oder setzen muss. Wenn es Leute gibt, die quasi dieses Popcorn-Game oder Popcorn-Movie-DC-Ding haben wollen und da irgendwelche High-End-Sachen erwarten, ist das natürlich was anderes. Diese Leute sind enttäuscht und natürlich mit dieser Erwartungshaltung kann ich auch verstehen, dass dann Leute enttäuscht sind. Ich denke, am besten ist es, wenn man ohne große Erwartung rangegangen ist und das Spiel einfach so nimmt, wie es ist. Und ich persönlich habe deshalb mit der Grafik und auch mit der Performance überhaupt kein Problem. Ist aber nur meine Erfahrung und mein Eindruck natürlich persönlich gesehen. Der zweite Aspekt, über den wir heute sprechen möchten, ist das Kampfsystem von Gotham Knights. Und ja, wenn es jetzt nicht schon bei der Grafik ordentlich in der Kommentarspalte kracht, dann wahrscheinlich spätestens jetzt. Ich weiß ja, dass viele wirklich kontrovers bzw. ganz geteilte Meinungen über das Game haben und das bezieht sich ganz stark auf eben die Grafik, aber eben auch auf das Kampfsystem. Es ist anders als bei Batman Arkham, aber ich finde es sehr gut. Da der Vergleich oft gezogen wurde, nehme ich auch mal dazu Stellung jetzt an der Stelle. Bei Batman Arkham hat es mich persönlich immer dazu verleitet, lediglich mit Angriffstaste und Blocktaste zu kämpfen. Ganz ehrlich, so war es bei mir nun mal. Klar, es gab viel mehr Möglichkeiten als das im Kampf. Man hatte mehrere Möglichkeiten zu kämpfen oder irgendwelche Kombis zu machen und so weiter. Aber irgendwie bin ich bei Arkham nicht weiter ins Detail gegangen. Fragt mich nicht warum. In Gotham Knights verleiten mich zumindest mal allein schon die vielen Skills viel mehr dazu, beim Kampf etwas mehr zu experimentieren. Andererseits wird mir als PC-Spieler sofort offensichtlich, dass die Steuerung allgemein und insbesondere im Kampf ein Kompromiss mit den Konsolen gewesen ist. Der Mittelweg ist zwar gut gelungen, aber wem es wichtig ist, eine echte Third-Person-PC-Steuerung zu haben, die direkt auf WASD-Bewegung reagiert, könnte natürlich hier an der Stelle wirklich enttäuscht sein. Nach einer Weile konnte ich persönlich mich sehr gut damit anfreunden, aber das kann bestimmt nicht jeder. Das heißt, wer jetzt dieses wirklich präzise WASD-Movement sucht, wird es hier bei dem Charakter nicht finden. Es ist halt eine typische Steuerung, die für Joysticks und so weiter angepasst ist. Und so bewegt sich halt der Charakter vor allem, was die Richtungen angeht, ne? Und damit muss man klarkommen können. Als nächstes möchte ich kurz auf die menschenleere Stadt eingehen, die häufig kritisiert wird. Und die verstehe ich ehrlich gesagt ebenfalls nicht. Es sind ziemlich viele NPCs unterwegs in der Stadt. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es ja immer nachts ist. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Stadt aussieht, wenn ihr nachts unterwegs seid. Ich finde, da sind nicht viel mehr Leute unterwegs als jetzt in Gotham Knights. Gut, kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt ihr lebt. Aber jetzt hier bei mir ist eigentlich auch nicht so viel los, wenn man eine normale Nacht zumindest sich mal vor Augen führt. Cool ist auch, dass die NPCs auf unsere Anwesenheit als Helden reagieren. Theoretisch könnten wir sie auch über den Haufen fahren und verprügeln, aber das wäre nicht im Sinne eines Superhelden. Aber wer hat gesagt, dass wir ein Superheld sind? Andererseits muss ich sagen, dass die Open World viel
voller sein könnte, aber nicht unbedingt mit Menschen, also NPCs, sondern was Ereignisse, Schatzkisten, Sammelgegenstände, Rätsel und Verstecke angeht. Ein gutes Beispiel ist für mich in diesem Fall The Division. Überall wird das Entdecken belohnt in diesem Spiel. In Gotham Knights sucht man danach leider häufig vergeblich. Besonders schade ist das natürlich, weil die Stadt absolut fantastisch gebaut ist und zahlreiche Gassen und Winkel bietet, die neugierig machen. Dass man dort häufiger auf gähnende Leere trifft, muss eigentlich nicht sein. Das liegt allerdings gar nicht so gewaltig am fehlenden Willen der Entwickler, dort etwas einzubauen. Nicht, dass die im Lazy-Mode waren und gesagt haben, ach, brauchen wir alles nicht. Es liegt vielmehr am Gameplay-Loop, der hinter Gotham Knights steckt. Es ist gewollt, dass die Open World nicht in einer einzigen Nacht vollständig bekämpft und erkundet wird. Deshalb finden sich in jeder Nacht an anderen Orten bestimmte Brennpunkte mit Gangstern. Der Nachteil daran ist, dass sich diese Schauplätze an manchen Nächten dann sehr leer und leblos anfühlen, obwohl sie es in einer anderen Nacht überhaupt nicht sind. Vielleicht wäre hier also ein Kompromiss die Lösung, dass man immer ein ausgeglichenes Verhältnis herstellt oder mehr Events laufen lässt, mehr Feindestypen einbaut. Das ist auch noch ein Kritikpunkt. Es sind wirklich relativ wenig Feindestypen, finde ich. Wenig Abwechslung auf lange Sicht gesehen, das definitiv ein Kritikpunkt. Und eben, dass es diese Schauplätze halt bei jeder Nacht irgendwo anders gibt, macht es halt schwierig, alle Orte irgendwie lebhaft darzustellen in jeder Nacht. Da muss man vielleicht nochmal drüber überlegen, wie sich das verbessern lässt. Zu den sehr coolen Ideen zähle ich allerdings das Befragen von den Feinden, indem man sie mit speziellen Attacken angreift. So bekommt man nämlich neue Hinweise und schaltet für die nächste Nacht neue Verbrechen frei, die man bekämpfen kann und die man sonst nicht bekämpfen könnte. Es macht mir auch riesig Spaß, mit dem Greifhaken durch die Stadt zu ziehen und über Dächer zu hüpfen. Da lasse ich meistens auch das Batcycle stehen, obwohl das Fahren eigentlich ziemlich Freude macht. Die Inszenierung mit Funkkontakt zur Bat-Familie und Zwischensequenzen mit vertonten Gesprächen finde ich stimmig. Es geht nicht immer nur um Prügeleien. Manchmal sollte man auch schleichen oder rätseln, sofern man Lust dazu hat, um ans Ziel zu kommen. Oberfläche, Ton und Untertitel wurden vollständig in die 5 wichtigsten Sprachen übersetzt, wobei Gotham Knights mit insgesamt 13 Sprachversionen daherkommt. Das allein zeigt für mich zumindest, dass die Geschichte des Spiels ein sehr wichtiger Baustein ist. Was ich wirklich überhaupt nicht mag, ist das User Interface. Es macht keinen Spaß, sich durch die verschachtelten Menüs zu klicken und sich neue Ausrüstung herzustellen, die man nur umständlich mit der aktuellen Ausrüstung vergleichen kann. Hier sollte deutlich mehr Wert auf Übersichtlichkeit gelegt werden, indem man zum Beispiel eine Übersicht aller Gegenstände des Helden in einem einzigen Bildschirm darstellt. Für die PC-Version würde ich mir zudem mehr Mauszeigerfunktionen wünschen, die zum Beispiel ein Hover-Effekt der Eigenschaften von Items direkt anzeigt. Die unzähligen Ausrufezeichen bei den Menüpunkten nerven am Anfang einfach nur und es ist lästig, das alles abzuklicken. Hoffentlich wird hier noch etwas mehr Arbeit reingesteckt. Wünsche für die Zukunft habe ich auch sonst noch sehr viele. Das liegt aber daran, dass ich wirklich sehr viel Spaß in Gotham Knights habe und mir noch mehr von dem Spiel wünsche. Ein toller Schritt ist der bereits angekündigte 4-Spieler-DLC. Daneben würde ich mir noch mehr Vielfalt bei den Feinden und den Verbrechen in der Open World wünschen. Der Loot sollte auch etwas besser dargestellt werden, sodass man sich beim Einsammeln auch darüber freuen kann, was man findet und nicht vor einem Rätsel steht, was habe ich denn da eigentlich gerade wieder eingesammelt. Das Freischalten neuer Ausrüstungsteile beim Crafting sollte vielleicht auch etwas mehr inszeniert werden, damit man das Gefühl einer Verbesserung bekommt. Bisweilen freue ich mich sehr auf meine nächste Runde in Gotham Knights und ich denke, dass das auch noch viele Stunden so bleiben wird. Den Kauf bereue ich auf keinen Fall. Trotz dessen hoffe ich, dass weitere Patches das Spiel noch besser machen und die genannten Problemzonen ausbessern. Spieler, die ein neues Batman Arkham wollen, werden es nicht finden. Gotham Knights ist anders und das ist gut so. Und damit sind wir am Ende meines ersten Eindrucks nach über 10 Stunden Spielzeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, würde dem Kanal sehr helfen. Und ansonsten bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut, viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen.